Hallo und herzlich willkommen, ihr Schnubbis, zu einer neuen Folge Sims 3 Decades Challenge in den 1900ern. Und es sind natürlich alle schon wach. Es ist kurz bevor es in Richtung Schule und Arbeit aufzubrechen geht. Und deswegen müssen wir jetzt auch gleich hier mal kurz stoppen, damit ich hier überall den Schulbus und das alles ab und wegklicken kann. Die haben nämlich noch ein bisschen Arbeit. Also sie sind ja gerade am Essen oder dann noch ein bisschen an ihrer Arbeit, die sie morgens doch so zu tun haben. Und die Elisabeth, ihr seht schon, sie ist ein Teenie geworden. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie das passiert ist. Also wie das passiert ist, können wir uns ja vorstellen, ne? Indem sie Geburtstag hatte. Aber ich habe das natürlich auch noch für euch dokumentiert. Sagen wir das mal so im sehr geschwollen. Und das zeige ich euch jetzt mal, bevor wir denn hier weitermachen. Jetzt hat natürlich die Elli am Ende des Tages auch noch Geburtstag. Und wir gucken uns jetzt natürlich mal an, wie sie denn dann so aussieht. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Sie feiert jetzt erstmal alleine. Das ist irgendwie komisch, aber gut. Und was ich dann vor allem machen werde, wenn ich jetzt die Elli nicht mehr habe, jetzt sage ich schon Elli, wenn ich die Lizzie nicht mehr habe. Na, Lizzie ist nun ein Teenager. In diesem Alter spielen bekanntlich die Hormone ein wenig verrückt und es ist nicht leicht, sein Leben zu meistern, obwohl die Schulnoten nach wie vor eine große Rolle für sie die Zukunft von Lizzie spielen. Kann sie einen Teilzeitjob annehmen und schon mal ein wenig Arbeitsluft schnuppern. Da Elisabeth so fleißig in der Schule war, da dürfen wir uns noch ein Merkmal für sie aussuchen. Sie ist künstlerisch begeistert und ein Glückspilz. Was passt denn da noch dazu? Eigentlich passt da noch begabte Köchin dazu. Das ist mit Sicherheit gar nicht mal so schlecht. Jetzt werde ich sie nochmal umgestalten. Unsere Lizzie, die neigt auch ein bisschen zur Dicklichkeit. Das hatten wir ja schon gesehen, als sie ein kleines Kind war. Sonst ist an ihr alles dran, zum Glück. Und die Haare sind gar nicht mehr so rot, wie eigentlich anfangs gedacht. Ich habe aber Haarfarbe nicht verändert. Ich habe ihr so lustige, süße Zöpfchen gegeben. Das zeigt halt dann doch noch, dass sie ein Teenager ist und noch nicht so ganz erwachsen. Ja, und als Kleidung, so der Alltag ist ziemlich schlicht. Da habe ich mich ein bisschen an das Outfit, an das frühere Outfit der Mutter gehalten. Mit einer schlichten Bluse und dem Rock, weil das leider der einzige Rock ist, der wirklich auch passt. Dann beim Schlafanzug hat sie so ein langes, einteiliges Schlafanzugsding an. Es gibt leider nichts anderes Passendes. Dann hat sie noch eine Outdoor-Kleidung und da war es auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da geht es wieder um die Beinkleidung. Ich habe hier eindeutig keinen langen Rock drin. Muss ich mir vielleicht noch mal was suchen. Deswegen habe ich ihr jetzt eben so ein Jackett gegeben in Blau und erstmal vorübergehend eine braune Hose. Aber ich suche mir noch irgendwie ein Outdoor-Kostüm für unsere liebe Elisabeth oder allgemein für unsere Damen, weil irgendwie gefällt mir das nicht, dass ich bei denen jetzt immer auf Hosen umsteigen muss. Ja, das ist jetzt also unsere neue Elisabeth. Wie sie aussieht, jetzt wisst ihr, wie das alles so funktioniert hat. Nein, einen kostenlosen Urlaub können wir nicht nehmen, weil erstens mal gab es damals noch kein Lotto und zweitens fahren die ja dann mit dem Taxi weg. Das dürfen wir nicht. So, ich muss jetzt nur gucken, haben wir denn überhaupt wirklich genug Fahrräder für alle? Schon, aber da fehlt eins. Wer hat sein Fahrrad im Inventar liegen lassen? Wer war das? Da ist kein Fahrrad drin. Hier ist ein Fahrrad drin. Ach, ich wusste es. Die Frage ist jetzt, kann denn eigentlich die... Lizzie, Mensch, so viele Namen, ich komme da echt durcheinander.
Ja, ich glaube, Dave, das reicht nicht mehr, um jetzt noch schnell was zu essen. Obwohl. Probieren wir es. Probieren wir es, dass du noch schnell einen Teller nehmen kannst und du auch noch schnell Teller nehmen. Und dann erst ab in Richtung Schule gehen oder Arbeit. Zur Schule gehen. Du darfst dann auch zur Schule gehen. Kannst du denn das Dreirad für Kinder überhaupt noch fahren? Nein, du bist zu alt, ne? Das dachte ich mir doch. Okay, dann gehen halt erstmal die Kinder zur Schule. Und du gehst dann zur Arbeit, wenn du fertig bist. Und wir müssen hier dann noch ganz schnell, hier, ganz, ganz schnell was umdisponieren, nämlich das Kinderrad. Weg und ein Erwachsenenrad hin. Ich werde jetzt das Kinderrad aber nicht verkaufen, weil das brauchen wir ja dann später noch für die anderen Kinder, die vielleicht noch kommen. Und sondern wir packen es einfach mal in den Inventar ein. Was nehmen wir jetzt da packen rein? Wobei eigentlich den Plümpel hier, was auch, ja, die Stange. Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Das ist ein Fahrradständer, ja. Mensch, mir ist jetzt gerade echt das Wort nicht eingefallen. Und warum steht der jetzt nicht da, wo er hin soll? Ich hätte ihn doch wirklich sehr gerne wieder auf die Höhe geparkt, auf der die anderen stehen. Zäh. Sehr kurios. Obwohl, das liegt vielleicht auch einfach nur daran, dass er falsch rum war. Ta, 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 ta. So. Also, dann brauchen wir Transportmittel. Ein Fahrrad. Wobei, da können wir das vom Papa eigentlich nehmen und zack, einfach einmal kopieren. Okay. Und wenn wir jetzt schon hier drin sind, dann, ich hatte euch ja gefragt, welcher von den drei Sesseln, die wir hier haben, am schönsten aussieht für, ja, für dieses Zeitalter. Und ihr habt euch dann doch für den blauen entschieden. Deswegen werden wir natürlich den blauen auch hier reinpacken. So, und neben dem blauen Sessel kommt dann noch eine Lampe zum Lesen von Büchern. Die anderen zwei verkaufen wir wieder. So. Aber natürlich müssen wir den blauen Sessel auch dann noch ein bisschen in der richtigen Farbe anstreichen. Beziehungsweise eigentlich hätte ich ja schon gerne auch zwei Sessel gehabt. Ne? Kriegen wir das irgendwie hin? Dazu müsste der Sessel einfach noch ein Stückchen rüber. Und dann. Doch, das schaffen wir. Das passt schon dahin. Weil dann sieht das Ganze einfach ein bisschen kuscheliger und wohnlicher aus. Finde ich jetzt. Und natürlich auch ein bisschen gehobener. Eigentlich bräuchte er natürlich schon als Politiker auch so eine Art Herrenzimmer. Ja, aber das könnte man ja theoretisch vielleicht auch noch hier in die Ecke so reinbauen, ne? Das müsste doch auch noch machbar sein, wenn wir hier ein bisschen umbauen. Sollen wir das jetzt gleich mal versuchen? Ich glaube, das versuchen wir jetzt gleich mal. Ich baue hier mal kurz ein Herrenzimmer. Ich habe da jetzt irgendwie Lust dazu, weil ich finde, dass ein Mann in der Politikkarriere das unbedingt braucht. Und dann kann man doch die. Ach, ich habe jetzt gerade beim Umbau kommt mir die Idee. Und genau so machen wir das jetzt auch. Na, Moment, Moment. Geniale Idee. Ja, bei mir kommen die genialen Ideen eigentlich immer während dem Bauen. Ich mache mir da immer vorher nicht so wirklich einen Plan. Wie ist das denn bei euch? Macht ihr euch vorher einen Plan, wenn ihr was umbauen wollt, oder macht ihr das auch total spontan? Also, ich meine, außer jetzt, es ist wirklich irgendwie was wie jetzt bei dem Hausboot. Also da habe ich vorher mir schon überlegt, wie mache ich das am besten. Aber normalerweise entsteht das eher spontan. Jetzt nicht ganz so spontan wie gerade hier, aber normalerweise eher spontaner.
Und wenn es dann ganz so spontan passiert, dann muss ich natürlich auch immer ein bisschen hin und her probieren. Und dann funktioniert nicht immer alles so, wie ich mir das denke, weil dann muss das nämlich erst ausprobieren. Wie jetzt gerade zum Beispiel mit dem Kamin. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich dann doch erstmal alles total anders gemacht habe und erstmal alles raus und abreißen und dann ist die Veranda verkleinert worden und das Haus vergrößert. Ja, und da musste ich erstmal gucken, wie mache ich das jetzt mit der Zimmeraufteilung. Es musste ja ein Bad und das Herrenzimmer irgendwie hin. Das Bad durfte ja nicht allzu klein sein und irgendwie musste ja auch noch der Kamin passen zum Herrenzimmer. Ja, erst dachte ich vorne Bad, hinten Herrenzimmer, dann ist mir aber aufgefallen, dass die Herren bestimmt nicht begeistert sind, wenn sie durch die Wäschehalle laufen müssen. Deswegen dann doch vorne Herrenzimmer, dass man gleich vom Eingangsbereich rein kann und hinten dann noch das Bad dazu. Und das braucht dann natürlich alles auch noch einen Anstrich, einen passenden. Fürs Herrenzimmer habe ich mich dann für eine Holzvertäfelung entschieden. So ein bisschen auch wieder mit unseren Farben, die wir überall verwendet haben, mit diesem doch etwas älteren Holz. Dann habe ich geguckt, ob überall auch die Wandvertäfelungen wieder dran sind, wo sie hingehören, und mit der Einrichtung angefangen. Na, die Sessel und die Bücherregale gehören ins Herrenzimmer eindeutig rein. Und dann kriegen sie noch eine Kerze dazu. Sie haben zwar eine Lampe, aber die Kerze macht mit Sicherheit schöne Stimmung hier. Und dann musste das Bad natürlich noch eingerichtet werden. Und dann auch noch ein bisschen Deko hier hingestellt. Ne, einen Teppich kriegen die Männer auch noch, aber wohl eher einen etwas kleineren. Ja. Und dann wollte ich eigentlich weitermachen mit der Küche. Aber das sitzen ja noch alle, deswegen müssen wir das einfach ein bisschen nach hinten verschieben und jetzt erstmal alle aus dem Haus jagen. Raus mit euch! Unerwarteterweise ein Herrenzimmer gebaut. Das war jetzt wirklich nicht geplant. Aber okay, eigentlich braucht er es ja, ne? Für seine Politikkarriere ist das ja wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt gucken wir, dass die jetzt noch alle in die Schule gehen. Warum geht jetzt der Kleine nicht? Zur Schule gehen, bitte. Du gehst auch nicht. Doch, du gehst gerade schon. Du bist schon auf dem Weg. Aber bei dir müssen wir jetzt unbedingt noch schnell das Ei verkaufen. Wir haben ja so hier wieder ein exotisches Ei gefunden. Weil sonst können wir das nicht mehr verkaufen, wenn du weg bist. So wie jetzt die anderen Eier. Und wenn das schlecht wird, dann haben wir 1500 Simoleons verschenkt. Ausschimpfen. Nein, lass das mit dem Ausschimpfen. Geh lieber selber zur Schule. Zur Arbeit. Mach das lieber. So, geh lieber arbeiten. Das Ausschimpfen ist jetzt völlig unwichtig eigentlich. So. Ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen aufräumen, weil eigentlich müssen wir hier nämlich noch ein bisschen was umbauen. Ja, geh einfach auf die Arbeit und lass die auch in die Arbeit gehen oder zur Schule gehen. Wo gehst du jetzt hin? Mit dem Fahrrad, okay. Und du bist auch schon unterwegs. Du auch? Und du bist jetzt auch endlich unterwegs. Ja, gut. Okay. Was macht jetzt eigentlich die Mary Ann? Die widmet sich wieder ihrer Aufgabe, die einfach kein Ende nimmt, nämlich wieder mehr ernten. Und weil sie ja jetzt schon wieder erntet, werden wir auch hier jetzt mal ihren Inventar leeren. Die hat nämlich so viel Ernteprodukte da drin. Das ist unglaublich. Und vor allem der Knoblauch gibt richtig gutes Geld. Ich glaube, wir müssen da echt mal ein bisschen aussortieren und dann mal gucken, was gibt denn überhaupt Geld und was gibt kein Geld. Ja, das werden wir dann mal machen, weil sie kann sich nicht um so viel Garten kümmern.
Deswegen werden wir da über kurz oder lang wirklich mal aussortieren müssen und dann bei den vertrockneten Pflanzen einfach nicht mehr nachpflanzen. So, jetzt würde ich vorschlagen, wir bauen, weil jetzt ist nämlich der Rest von den allen weg. Ich würde vorschlagen, wir bauen jetzt dann noch vollends um hier und dann, wenn wir fertig umgebaut haben, würde ich aber dann auch schon die Folge beenden, weil sonst wird die wieder so ewig lang. Ja, wie gesagt, es tut mir jetzt leid, dass ich hier so in den Bauwahn verfallen bin. Aber den Bauwahn müssen wir jetzt natürlich noch beenden und ich sehe gerade, eigentlich ist es schon von Vorteil, wenn ich den Schaukelstuhl nach hinten setze, wo die größere Veranda ist. Vor allem, weil wir jetzt vorne die Veranda einfach ein bisschen kleiner gemacht haben. Und wie ihr seht, ich verfalle schon wieder dem Bauwahn. Ist alles noch fertig gemacht. Ich habe hier oben noch ein bisschen nachdekoriert, so ganz Kleinigkeiten noch hingestellt. Außerdem habe ich mir gedacht, wir haben ja jetzt endlich Geld, um unsere Lizzie, ne, bevor sie jetzt auszieht und wir ihr den Wunsch nicht erfüllen konnten, wer weiß, wie lange die dann sauer auf ihren Papa ist, endlich mal das Klavier, sage ich schon, die Gitarre gekauft. Also ein Klavier haben wir nicht. Nee, so reich sind wir noch nicht. Hier unten habe ich auch noch ein bisschen dekoriert. Und vor allem auch noch gleich unser Telefon hier angebracht. Das passt jetzt auch gut rein und das passt jetzt auch in die Zeit. Und wir sind ja jetzt modern und reich genug. Ja, hier habe ich den Tisch ein bisschen umgestellt, damit er einfach schöner im Raum steht. Noch ein paar Dekorationsgegenstände angepasst und den Briefkasten und den Mülleimer verstellt. Und was habe ich hier hinten noch gemacht? Genau, den schönen Schaukelstuhl nach hinten auf die Veranda gestellt. Ja, das war's im Prinzip. Mehr habe ich gar nicht getan. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser plötzliche Bauwahn heute gefallen. Das war wirklich nicht geplant, aber kann ja mal passieren. Ja, und danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr zugesehen habt. Und mal schauen, was wir denn dann so morgen alles treiben. Ich überlege mir jetzt noch eine schöne Farbe für die Sessel, aber ja, wer weiß, vielleicht lasse ich die auch blau. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Ja, und vor allem, was auch ganz wichtig ist, unsere Lizzie, die braucht ja demnächst auch einen Mann. Na, also sie ist ja jetzt ein Teenie und auch gar nicht mehr so lange Teenie. Na, sie hat jetzt 8 Tage und in den 8 Tagen sollte sie natürlich schon jetzt jemanden kennenlernen. Jetzt schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob wir für sie einen Mann basteln sollen und den in der Nachbarschaft einziehen oder ob wir einfach mal so auf die Suche nach einem Mann für Lissy gehen sollen, der denn hier schon wohnt in der Nachbarschaft. Und dann sag ich, alles Gute. Wäre toll, wenn ihr mir hier so ein kleines Like da lasst oder wenn ihr das erste Mal hier bei mir auf dem Kanal seid, auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns dann vielleicht bei einem anderen Projekt noch von mir. Das seht ihr jetzt hier verlinkt. Und bis zum nächsten Mal, eure Fi. Tschüss.